Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015. Und wir machen mal direkt weiter, wo wir letztes aufgehört haben. Hier lassen wir wieder den Helfer arbeiten. Mit dem machen wir dann gleich. Weiter den ganzen Stroh einsammeln. Wie gesagt, das ganze Stroh. Der Stroh vor allem. Oh, Mano. Dort bist du voll ist. Ich habe wieder mal versucht abzutanken. Oh, der Hänger ist ja bald das erste Mal voll. Dann kann man das nicht mehr ordentlich abkippen hier. Dann kriegen wir Kohle. Weg da! Füpsel da auch noch mit aufzunehmen. Und da haben wir noch. Ups. Den wird der kommen. Na los, komm. Oh, da hat er jetzt was stehen lassen.
Oh, war ja. Todesstrafe. Hätte er überhaupt nicht. Dass er da einfach was stehen lässt. Nicht mehr lang, dann kommt ja das Gold-Addon raus. Aber den kann man drauf gespannt. Weil ich habe ursprünglich eigentlich mir das Lenkrad vorbestellen lassen. Aber das kann sein, dass da was schiefgelaufen ist und ich demzufolge das Lenkrad eventuell doch nicht kriege. Aber damit ich die Gold-Edition habe, habe ich die auch nochmal extra bestellt und ich hoffe, dass die dann noch wenigstens ankommen. Nicht, dass dann Bildet hier nicht eintrifft, dann muss ich eben das über Download machen oder so, weiß ich nicht. Damit ich dann direkt am Release-Tag abends, wenn ich käme bin, kleine Folge aufnehmen und die dann auch gleich raushauen kann. Ach, Platz da. Und voll ist er. Mal kippen bei Lenkrad mal die, dann noch die Trecker austauschen. Ah, den werde ich eventuell noch behalten, den Deutz. Für einen Hof oder so, weil ich finde den ganz cool. Mal gucken. Rinnen, den ganzen Schmadderadatz. Ganzen Schlodder. Jetzt hat er uns schon 4000 eingebracht. 5000. Naja, fast 6000 bringt eh eine Ladung. Aktuell. Ja, das macht er wieder so nie. Jetzt muss ich bloß mal aufpassen. Ich hab beim Anpflanzen halt hier das Stücke, das Feld, mit einer neuen Saatmaschine besamt, also besät, ehrlich gesagt. Und ja, da ist mir dann aufgefallen, als ich mitten bei der Seearbeit war, dass das ja keine Gerste, sondern Weizen auf dem Feld. Das muss ich bloß mal gucken. Naja, reicht. Ach man, wie ich das immer hasse, wenn der da so ranzoomt, so beschissen. So, dass er eventuell dran vorbeikommt.
Mann. Manchmal will er irgendwie nicht. Eigentlich kann ich ja erstmal den Telelader komplett verkaufen, den brauche ich ja jetzt vorerst nicht. Dann kriegt man mir das Zelt da auch gleich kaufen. So. Dann sollen wir mal den ganzen Rotz hier rein. Vermutlich so immer. Vermutlich so, zack. Ja, schon mehr mal bei sind. Gleich so, Mann. Mir fällt gerade noch eine Mod ein, wo ich mal gucken muss, ob es die überhaupt gibt. Für den 13er habt ihr ja so eine Kuh- und Schafzucht, so wie Hühnerzucht. Da hat man sich ja die Tiere dann über Zucht die Anzahl erhöhen können. Jetzt will ich mal gucken. Ich glaube, das gibt es für den 15er mittlerweile auch schon. Dann kann ich nämlich hier eine eigene Kuh und Schafzucht und so halt alles machen. Das wäre ja nicht so verkehrt. Ruft mir, sagen wir mal, vielleicht so. Wo werden wir brauchen? 100 Tiere oder so. Von jedem. Hühner natürlich nicht, Hühner brauchen wir ja nicht so viele. Der macht auch seine Arbeit erstmal. Ich will gerade wieder bekicken, wie das mit den Fruchtsorten wechseln war. Das abgucken. Das ausstellen. Ach, dafür muss er vielleicht auch andrehen, ne? Da ich da. Jetzt ist. Würde ich dann erstmal Raps fertig machen. Oh, ups.
einmal dahin stiefeln. Ach, fehlen mir ein paar Euro, ey. So, zum Mäuse melken. Aber na gut. Würde mal sagen, hier ist Folgenende. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich lasse den jetzt einfach laufen, weil die nächste Folge mache ich jetzt direkt am Anschluss aufnehmen. Und dann wird mal sagen, bis dahin. Ciao.